Der FC Arsenal startet mit diesem Spiel auf höchster europäischer Vereinsbühne. Dieser Wettbewerb, der dauert ja ungefähr 10 Monate. Jedes Team hat die Möglichkeit, hier weit zu kommen. Umso wichtiger ist genau dieses Auftaktspiel, um mit einem guten Gefühl auch in die nächsten Partien gehen zu können. Genießen wir gemeinsam, liebe Zuschauer, den Auftakt zur neuen Saison. Eine so wunderbare Szenerie aus grünen Fahnen und Trikots hier im 50.000 Zuschauer fassenden Estadio José Alvalade. Das Stadion, die Fans und das Team von Sporting Lissabon geben hier ein sehr harmonisches Gesamtbild ab. Dieses Jahr soll ja der Wettbewerb noch ein Stück gigantischer, noch ein Stück besser werden. Wir sind sehr gespannt darauf. Beide Teams wollen unbedingt dieses Spiel gewinnen und damit von Anfang an die Weichen auf Erfolg stellen. So ein Sieg zum Einstand wäre gleichzeitig auch ein deutliches Signal an die Konkurrenz innerhalb der Gruppe und darüber hinaus. Könnte also sein, dass das hier ein ziemlich heißer Ritt wird. Ja, seit kurzer Zeit wird hier schon gespielt. Stark reingegangen und alles mit fairen Mitteln. Jorginho. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Coates. Gabriel Jesus mit der Möglichkeit. Coates. Das Spiel hat so richtig noch nicht an Fahrt aufgenommen. Partey. Ball kommt vors Tor. Da haut er ihn einfach weg. Und da rappelt's. So eng sie ihn auch zu decken versuchen, sie können ihn nicht am Schuss hindern. Gabriel Jesus ist ja ein Spieler, der wie kaum ein anderer seinen Körper einsetzt, der den Ball behauptet, auf engstem Raum, auch gegen mehrere Gegner, so wie hier. Er macht das Tor. Die Führung. Mal sehen, ob sie jetzt auch die Konzentration haben, diese Führung zu verteidigen. Da verheddert er sich. Da ist die Chance. Der geht weit. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das, es gibt Freistoß und das auch zu Recht. Partey, also viel Ball hat er nicht erwischt, das war ein klares Foul. Der Schiri holt ihn zu sich, aber er will ihm wohl nur ein paar Takte flüstern. Super gehalten!
Den versucht er reinzuchippen. Was für ein geiles Ding! Ein absoluter Geniestreich! Super! Damit sind sie wieder auf Augenhöhe. Nicht perfekt angenommen, aber im Abschluss glänzend gemacht. Ein schönes Tor. Alle wieder bitte in die Startblöcke. Du kriegst das Tor und dann ist natürlich die Frage, wie steckst du sowas weg? Die Antwort, so, genau so. Ab auf die Flanke. Da ist die Flanke. Ja, da beweist der Auge. Coates. Ab nach vorn und hoffen. Saka. Das sieht gut aus. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. So, dann werfen wir mal ein. Es geht über links. Und er bringt ihn. Da steigt er hoch. Einfach. Nimmt den Ball Volley. Die Wucht war da, aber die Präzision hat gefehlt. Er weiß, dass er aus der Distanz ein guter Schütze ist. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Coates. Sporting Lissabon bekommt den Freistoß. Mal weg aus dem gefährlichen Bereich. Und nun ab in die Kabine. Dieses Spiel ist wirklich herausragend. Sie haben bis hierhin was verpasst. Aktueller Zwischenstand 1:1 zur Pause. 1:1 unentschieden bis hierhin. Mal gucken, was noch kommt. Durchgang 2 ist schon im Gange. Rüber, nach rechts. Einfach herrlich. Jawohl, Einwurf. Der Verteidiger steht ihm auf den Füßen und er setzt sich trotzdem durch. Ein Lupfer, ja warum? Er könnte jetzt schießen. Ja, das sah schon nach Foulspiel aus. Ja, Schiedsrichter hat auch gepfiffen. Ab auf die Flanke. Saka. Da fackelt er nicht lange. Hauptsache weg. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an.
Er probiert es mal mit dem Heber. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Und Abschluss! Vielen Dank, lieber Pfosten. Raus aus dem Gefahrenbereich. Den Ball weit rausgehauen. Da wird das Bein immer länger. Saka. Gabriel Jesus. Schlauer Pass. Hier kommt er. Ein Kopfball. Gut rausgespielt, aber da hätte mehr Ball rumkommen können. Auch wenn der Ball nicht im Tor ist, sie machen das richtig. Sie wissen, sie haben die Kopfballhoheit und sie versuchen, diese in Tore umzumünzen. Zeit für neues Personal. Granit Xhaka soll seine Teamkollegen jetzt natürlich mit guten Pässen füttern. Ich glaube, wir können uns auf einige schöne Pässe in die Tiefe gefasst machen. Das muss man schon abpfeifen. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Partey mit dem Foul, das gibt Freistoß. Auch wenn sie nicht durchkommen, man muss es ihnen lassen. Sie versuchen es, die Einsatzbereitschaft ist da. Er nimmt den weiten Weg. Beide Teams lauern auf Konter. Beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist es Ballhalten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Und da ist der Pass. Das sieht vielversprechend aus. Anbrennen lässt der hier nichts. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Das und ein Schuss. Guter Pass und eine großartige Chance. Abseits oder nicht, das ist die erste Frage. Die Antwort lautet, nee, der stand nicht im Abseits. Die zweite Frage heißt, macht er den Ball denn rein? Und auch hier heißt die Antwort, nein. An der Seitenlinie ist Betrieb und alles muss bei den Offiziellen seine Richtigkeit haben. Er hat alles rausgehauen, er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr, jetzt darf er vom Platz. Mit der Brechstange. Freistoß für Arsenal. Ja, gelb, überhaupt keine Frage. Wie lange lässt der Unparteiische nachspielen? Und da ist der Pass. Und die Flanke. Kopfball. Der geht nicht rein. Den hat er verzogen. Wirklich Pech gehabt in dieser Situation. Und das war's. Der Referee pfeift die Partie ab. Ihr erstes Gruppenspiel endet unentschieden. Es war kein Start nach Maß, aber immerhin hat man ja auch nicht verloren.
Hansi, lass deinen Gedanken zum heutigen Spiel freien Lauf. Eine